Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fallout 76 mit den Fallout Legends. Die First Lady ist derzeit abwesend, kommt aber gleich wieder zurück. Dann haben wir die Ingrid 5O dabei. Hallo. Die Tiffany. Den Tom C. Weber. Hallo. Den Assassin. Hallo. Den Jess Gnome. Hallo. Blindmann Nummer 1 folgen wir jetzt. Hallo. Zum General Steakhouse die Besetzer raustreiben. Das hatte ich auch gehabt, aber woanders. Gut, dann gehen wir da zu Fuß hin. Gut, ich brauche meine Bodyguards. Alles klar, 2 Stück habe ich hier vor Ort. Du gehst voraus, Bernd. Bernd, wohin? General Steakhouse. Andere Richtung. Ist es nicht hier runter? Nein, andere Richtung. Aber sonst versteht ihr euch so, ja? Ich meine, ich frage ja nur. Sonst kommt ihr klar, ja? Sonst kann ich mich drauf verlassen. Okay. Ich meine, ich könnte ja selber mal auf die Karte glotzen. Aber nein. Gut, Bernd, kommst du? Folgst du? Ich bin schon. Ich folge schon. Ihr habt schon. Ich wollte gerade sagen, das ist doch da drüben. Genau. Das war schon da drüben. Ja, du rennst immer so schnell vor. Du weißt ganz genau, dass ich verletzt bin. Ich kann also nicht so schnell. Wo seid ihr denn? Beim General Steakhouse die Besetzer rausjagen. Immer noch. Ja, da steht er auch schon. Wir sind jetzt schon eine halbe Stunde hier. So. Ach, also. Da kommen wir. Rein. Rein. Alle da? Ja. Nein, nein. Was denn? Ich fehl noch. Oh, Entschuldigung. Bist du da? Dann wait a minute. Ja. Schmeiß sie raus hier. Ist da? Und rein. Zeit zum Sterben! Konfetti, Silvester. Oh, die habe ich nie gekriegt. Der schleicht hier wieder vor mir rum. Festgenommen. Kleine Schleichratte. Hier bin ich. Ja, ja. Waren das jetzt schon alle? Hast du es abgeschlossen, Bernd? Also ich habe hier nur ein paar angezeigt. Aber wie hier die Brandbesterin kommt, ist okay. Wo ging das noch? Was ist hier eine Brandbeste? Oh, ich habe hier einen Hund gehört. Bei uns nicht. Feines Hundilein. Gut, da ist jetzt nur noch der Kopf. Ich bin hier in der Suppenküche hier unten. Wo ging das noch? Ach, jetzt ist es abgeschlossen. Ja, siehst du. Jetzt abgeschlossen? Ach, bitte. Ja. Kriegen wir doch hin. So ein paar Besetzer raustreiben ist auch gar kein Problem. Hoffentlich bin ich nicht wieder zu leise. Nee, ne? Nö, ja, alles gut. Alles verständlich. Perfekt. Ich nehme hier gleich ein bisschen was zu essen mit hier unten. Hä? Was? Oh, da wird er schon wieder essen. Guck mal, wieder, da wird er gleich wieder hellhörig, unser Accessory. Essen? Was? Essen? Ich soll essen? War das jetzt ein Befehl? Was? Ich darf was essen? Okay. War das jetzt eine Aufforderung? Nein! Du musst fasten. Verdammt. So, das haben wir geschafft jetzt. Was war hier los? Oh Gott. Gefährlich. Ja. Der will fasten. Wie stört die hier alle so? Die verstrahlt sind von dem Floater. Das weiß ich doch eigentlich. Aber wieso wollt ihr fasten? Ihr müsst doch was essen.
Hör auf, ich krieg schon wieder Hunger. Sag mal, ist jetzt hier bald mal Schluss mit Essen? Ich muss noch in die Küche rollen mit meinem Drehstuhl. Das dauert ewig. Kann ich mir vorstellen. Wieso hast du Rollen dran? Das geht doch einfach. Sich vorwärts bewegen mit den Rollen? Ruhig mal jetzt hier in der Aufnahme erzählen. Ich habe Töchting heute angeboten, wenn das heute Nacht losgeht, ne? Mit der Eva, ne? Dann komme ich mit und helfe ihr, unterstütze ich, ne? Da sagt sie zu mir, bevor du fertig bist und dich in dein Auto bewegt, dass die Treppe runter bist, da habe ich schon lange entbunden. Ich sag, was? Die ärgern mich alle, sag ich. Könnte sein. Okay. Was machen wir als nächstes? Schauen wir mal. Ah, schauen wir, gibt ja noch so viele schöne Sachen hier. Ja, ganz viele. Finden wir keine. Im Moment ist die Apple auf dem Server, ne? Ja. Wieso habe ich hier so viele Ausrufezeichen-Dinger hier bei dieser. Hä? Ja, ich habe hier lauter Rauten, wo wir jetzt waren. Hier ja, das ist ja was anderes. Das kannst du aber ausschalten, wenn du das nicht willst. Nö, es ist ja wohl irgendwie, wird ja wohl zu einer Quest. Ja, wir könnten ja mal wieder, Westex haben wir gestern gemacht, Fort Defiance könnten wir ja nochmal einrücken. Das wäre nicht schlecht. Fort Defiance wäre nicht schlecht. Sag mal rein, das ist so gruselig. Wer fand das da mal so gruselig? Desgonom hat keine Helm auf. Ich gehe da mal hin, meine Bodyguards bitte folgen. Tiffany, du fandest es doch immer sehr gruselig da in Fort Defiance, ne? Tiffany? Ich weiß nicht, was das da ist. Na, da wo immer der Schallmauer ist. Ach so, ich kann das gut. Nee, ich kann das nicht gut. Lucky Hole kannst du ja auch nicht gut. Nee, kann ich auch nicht gut. Komm, dann gehen wir mal schön da in die Irrenanstalt jetzt rein. Da ist auch ein Wendigo. Und der Typ, der unten an der Pforte sitzt. Ja. Meinst du, da wollte mich abgeben, ja? Nein, bist du verrückt? Niemals. Auf gar keinen Fall. Tom, mein Bodyguard, alles klar. Der Präsident ist voraus. Wir müssen ja auf Befreiungsjagd. Ist ja logisch. Ich muss ja auch mal ein bisschen Eigeninitiative greifen. Ne? Natürlich werden wir auch mal wieder diszipliniert die ganze Truppe zusammensammeln. Aber jetzt müssen wir auch erstmal ein bisschen die Gegner hier austreiben, wieder. Verdammt. Das muss ja auch mal sein. Irgendwas habe ich heute von der Bruderschaft gelesen. Wer hat das gefunkt? Das war der Mario. Shadow Ghost. Das war ja interessant. Ich sag mal, wenn das erstmal losgeht mit der Bruderschaft, Leute. Ja, dann funkt es aber. Und dennoch zu Weihnachten das Institut. Mein lieber Mann, Ingrid, das wäre der Wahnsinn. Das wäre echt der Wahnsinn. Boah. Endlich sind sie wieder dann da. Ja, da warte ich ja schon drauf. Das ist echt geil. Ach, der heult hier schon wieder rum. Oh nee. Hört ihr den Wendigo schon atmen? Kann ich dran, jetzt bin ich dran. Wenn, dann muss ich hier reingehen, ne? Doch, ich höre ihn. Wo rein? Hier, weiß ich nicht. Willst du sie rauslocken? Wer ist Meister bei der zweiten Etage? Ja. Jo. Seid ihr schon hochgefahren im Auto? Nein. Da hinten. Kann ich nicht, ich hab die Quest noch nicht. Achtung! Ja, ein paar EP brauche ich ja auch, davon mal abgesehen. Ich will ja auch mal ein bisschen weiterkommen hier. Ja, da freut er sich. Da, ein kleiner schadenfroher Typ, du. Tom C. Na, warte. Ich hole euch nochmal wieder ein. Bernd, ich habe immer noch das kernige Foto. Da oben ist der Wendigo. Wo dieser Wendigo davor entstand, dieser Leblose, weißt du? Ja, habe ich auch. Das ist total kernig. Der hat ja nicht lange überlebt, der Wendigo. Das tut mir aber leid, Junge. Also, das war ja nichts. Wo ist er jetzt? Wer? Er war eigentlich unten hinter uns. Ach, hier bin ich. Hinter dir. Hinter dir. Oh, kann doch nicht wahr sein. Was? Ich bin doch da. Nee, hinter mir ist Blindmann. Oh, Leute, hier, guck mal, hier. Oh, Hilfe. Wo ist der Chef? Da oben, ich sehe, hinter dir.
alles durcheinander. Ich hab tatsächlich schon wieder Papier in den Augen. So muss das sein. So muss ein Let's Play sein. Ja, verkaufen kann ich auch nichts mehr. Diese Zwangsjagd, die kann ich. Wow. Das lohnt sich nicht mehr. Sag mal. Ah, klar, meine Kühlflüssigkeit, die nehme ich mit. Ein Gilead Butter Cup Hinterbein. Ach komm, weg. Ach, hier ist eine Zwangsjacke. Kann man im Notfall verkaufen. Ich werde mir mal. Nee, das kann ich nicht machen. Schreibmaschine nehme ich mit hier. Den Blutsack nehme ich mit. Das Hemdsäckchen kommt heute Abend später wieder rein, könnte ich wetten. Oh, ich bin. Bin Hast du hoch. Mit dir? Ich bin eine Etage zu hoch. Was? Oh, du sollst den Präsidenten beschützen. Was? Das ich habe einen Pümpel gefunden. Wer möchte einen legendären 3-Sterne-Pümpel haben? Ingrid, ich habe ihn für dich gesucht, Ingrid. Ich habe die Handschellen mitgenommen. Hey! Hey! Ich habe ein Wurfmesser. Ein Werftmesser? Ein Werfmesser. Gut, hier ist glaube ich nichts mehr zu holen. Ich glaube, wir müssen jetzt zur anderen Seite rüber, ne? Wohin? Auf der anderen Seite. In den anderen Flügel. Oh, ich habe noch einen Pümpel gefunden, Ingrid. Oh, ein Rollstuhl. Oh, ein Bierhut. Den müsste man benutzen. Extra für dich bereitgestellt. Was, den Bierhut oder den Rollstuhl? Rollstuhl. Wieso seid ihr alle so frech zu mir heute? Cassie? Wieso gehst du denn? Gar nicht. Ach, nee. Und du lachst. Ganz liebevoll. Ich kann mich nicht wehren. Natürlich. Das ist es. Aha. Aber bleibt er denn? Wer denn? Ich bin doch hier. Ja. Oh, ich wäre fast ins Loch gefallen. Wo seid ihr denn? Wer ist denn hier drin? Cassie? Cassie ist ohne Kamera? Ist klar. Ich bin doch hier oben. Ich komme hier nicht rein. Ja, du musst... Ja, bitte. Hallo, Cassie. Bist du wieder da? Mhm. Die haben mich hier alleine gelassen, Cassie. Ich bin Mutterseelen alleine. Natürlich. Ich muss hier alles alleine bereisen. Keiner ist da. Alter. Und Hunger habe ich auch. Ich muss erstmal was essen. Was esse ich jetzt? Pistolen und Patronen, das werde ich jetzt essen. Das weiß gar nicht. Ich trinke jetzt erstmal schnell ein Bier. Ich muss hier schmutziges Wasser muss ich hier schon nehmen. Ach nee. Jedem das, was er verdient. Was? Das wollte ich jetzt nicht sagen. Oh. Cassie, ehrlich, was habt ihr heute mit mir? So. Sollen wir nicht immer die Wahrheit sagen? Hier komme ich nicht durch, ich muss hier unten längs. Warte mal auf den... Was treibt ihr denn noch einmal? President. Ich komme ja schon, was treibt ihr? Der nächste meckert hier mit mir rum. Hallo, ich bin da. Das ist die First Lady auf der anderen Seite. Mhm. Ich bin jetzt bereit. So. Und wen suchen wir hier jetzt? Na, wir haben schon alles gefunden. Verbrannte haben wir gesucht, den Wendigo haben wir gesucht. Wir wollten ja hier nur aufräumen. Ach so, okay. Na, dafür sieht aber First Lady. Hallo, Schatz. Guck mal, ich habe einen Pfannkuchen gemacht. Toll. Er lügt. Oh, ich soll hier eine Barke suchen. Ein Debakel sollst du suchen? Nein, eine Barke für diese für Commander Dingsbums hier. Wie heißt sie doch? Der Gare? Der Gare, genau. Projekt Paradise läuft. Leute, lasst uns da hingehen. Lasst uns ein Projekt Paradise aufräumen. Wir sind hier fertig. Kannst du mal den Lauf aus meiner... Was hast du denn auf? Was ist das? Wie siehst du aus? Was ist... Ich schmeiß der Brille, hat's ja auf.
Was willst du dir mit mir damit sagen? Du siehst toll aus. Mhm. Ist hier eine Werkbank hier gewonnen? Ja. Oben, dritter Stock. Genau. Muss man verwerten? Hier ist doch auch noch irgendwo was. Genau. Ich weiß nur im dritten Stock, dass man da. Da ist verwerten alles. Im zweiten ist auch noch was. Genau, die ganzen Töpfe, die kann ich hier alle nicht liegen lassen hier. Ein Rezept für Schlammbohnenpüree. Lecker, lecker, lecker. Tut mir leid, Leute. Hat ja keiner gesehen. Ein Glück. Das kann ich so tun, als wenn das gar keiner gesehen hat. Ja, euer Präsident, der ist mal spazieren gegangen. Wo seid ihr schon wieder? Ich geh mal zu Projekt Paradise hin. Ach nee, hier ist noch ein Eimer, warte mal. Den muss ich noch mitnehmen hier. So, jetzt Projekt Paradise. Nee, hier war doch noch irgendwo was, ne? Nee, jetzt ist aber Projekt Paradise. Oder doch nicht? Oh, jetzt sind ja Hundehütten. Hä? Hundehütten mit Spielzeug drin? Ja. Wo bist du denn? Ach, da oben. Ihr seid immer noch hier. Wir sind ja schon mal zu Projekt Paradise. Ne? Ich muss ja mitfolgen sonst. Ne? Ich liege im Dreck. Die Irren eigentlich. Was machst du schon wieder? Ich hab gesagt, ich lag im Dreck. Du lagst im Dreck? Ja. Nein. So, jetzt schon? Ja. Dann hat sich da ein Aggressotron getroffen. Ach, hast gleich ein Empfangskomitee gehabt? Ja, ja. Hat da schon jemand gestartet? Ich bin immer noch. Nein. Na, 1:30. Alter, wo geht na dann. Das hier raus? Wo geht das hier denn raus? Ich höre dich schon stöhnen. Volker, aus dieser Perspektive schießen kann ich. Das geht gar nicht. Ich kann das gar nicht. Bitte? Wie aus der Third-Person-Perspektive. So, mein vierter legendärer. Phase 1 von Projekt Paradies hat begonnen. Dabei gehabt. Oh ja, einen rausenden Single-Aktionsrevolver. Aber noch aktives Dönermesser, zwei Stunden. Oh, ja. Ja, meine. Ja. Ich wundere mich, warum ich so schwer bin hier. Ich bin auch fett überladen. So eine Rüstungsteile habe ich mit mir rumgeschleppt. So, auf die. Startschüsse. Herr Minister Berg. Bist du vorkommen? Ja. Guck mal, kaum abgeschlossen schon genug. Bergrunner hier. Bergrunner. Jetpack, ja. 100%. Oh, das gilt alles noch. 18 Minuten sind die Landsport noch im Spiel. Hey. Danke. Über den anderen Bereich, ich weiß gar nicht, welcher das ist, wo die Container in der Luft hängen. Da kann man sich schön drauf begeben. Hier kannst du dann irgendwo. Oh. So. Wo denn? Hier.
Kabel für. Da kann man drauf. Ja. Da kommen aber auch die Gegner oben raus. Hast du schon gelootet? Den Elch? Ja, jetzt ist er gelootet gewesen. Vor meiner Nase weg. Oh. Oh. Bewegung in Umgebung entdeckt. Möglicherweise getarnte Einheit im Einsatzbereich. Ich habe da eben einen Aggressor. Im Habitat A. Jawoll, ja. 59. Hier kann man nicht, auf diese komischen Dinger kann man nicht oben rauf. Da wollte ich ja raufspringen, Achim. Ja. Da kann man nicht oben rein hier. In diese komischen Lampen hier, wo das Wasser da so rausfließt. Da hätte man einen guten Standort da oben. Oh, Höhenquellen und ein nettes Tier und schönes Ameisenlager machen hier, aber nein. Wo ist denn, wo sind die Dinger? Das kann ich mir auch machen. Brauchen wir da viel für, Bernd, für diese Ameisenlagerbier? Dann brauchst du immer zwei Ameisenfleisch, ne? Ah, gut, okay. Und Mais. Am Mais, das wächst ja bei mir vor der Haustür. Ich kann sagen, das ist kein Problem, ne? Das kriegen wir auf die Reihe. Sensoranalyse negativ. Waffen gesichert. Wo ist denn die Ameise? Ich hab doch hier die. Hier, Ameisenfleisch. Atomarer Abfall. Da war hier doch noch eine gewesen. Die fliegen ja sonst wohin. Können wir unbedingt so ein Ameisenlagerbier machen hier, weil ich das. Was macht man denn mit feuchtem Tank? Den schmeißt du auch in diesen Behälter rein vorne. Achso, was man damit macht, weiß ich auch nicht. Aber der einfach sammeln, reinpacken nur. Ja. Darum geht's nur. Vielleicht machen die da Hummus draus. Das könnte sein, ja. Leckeren Hummus. Eine Ameise? Laborassistenten werden gebeten, die Fütterungsvorbereitung rasch abzuschließen. Während jetzt bin ich total ehrgeizig. Ich will unbedingt jetzt auch so ein Bier machen hier. Ja. Oh, Teddy. Das Rezept hast du aber, ne? Ja. Alles gut. Ich hab da eben so ein Bärchen gehört, so ein kleines. Ja, hier hinten drin wahrscheinlich. So. Ich hab da aber so Knuddeliges gehört. Was, ne? Hat denn hier? Ach. Hier ist ein Bärchen drin. Da war ich jetzt gerade richtig erschrocken. Ich auch. Oh. Wie siehst du denn aus, so rot? Was ist das denn? Wer denn? Ich. Siehst du rot aus? Das ist ein guter, ne? Der Weiße. Trifft die freundlichen, gesinnten Tiere. Ach, da, so weit sind wir jetzt schon. Was haben wir hier? Irgendeiner schreit um Hilfe da oben. Komm ich aber nicht hin. Phase 2, Beobachtung. Vertrauen an den Tests der letzten 25 Jahre. Der neue Mann, ich hab's jetzt nur aufpasst. Ich hab ein abgenutztes Klemmbett gefunden. Oh, Klatschdeck. Eine Ameise gefunden. Noch eine. Ja? Ich wollte noch eine Ameise finden. Das ist zu wenig.
Wen beschützen wir denn jetzt überhaupt in A? Hier läuft die Todeskralle rum, die müssen wir beschützen auf jeden Fall. Die läuft gerade zu C. Das ist toll. Dass sie immer die Bereiche verlassen, finde ich ja klasse. So was Undiszipliniertes. Na Junge, mach mal die Tür zu hier. Dir geht's schlecht, ich sehe das schon. Ich weiß aber nicht, wo ist der denn hin jetzt überhaupt? Die Todeskralle? Ja, hier kann es nicht sein. Oh, ich will die Tiere mal hin. C ist jedenfalls nicht in A, ne? Ich bin A. Läuft jetzt wieder gewöhnt. In wilder Ruhe muss er ja. In eine andere Richtung. Toll. Ja, das will ich auch. Der Geschützturm macht ja auch nicht viel hier, ne? Ja. Todeskralle raus. Läuft noch eine Zeit, ne? Rang 1, zack, leuchtende Todeskralle. Rang 3, 2 von 3. Dimitri. Ach, da hinten, jetzt sehe ich sie. Dimitri, hier ist Dimitri. Dimitri, die leuchtende Todeskralle. Hallo, Dimitri. Oder Dima kurz. Na, Junge. Wo ist Fido denn, ne? Fido hast du auch, was hat der denn für ein Schüsselchen auf hier? Das ist ja auch ein Aluhütchen. Ein Aluhütchen. Nee, das ist Clownhütchen. Ja, das ist Clownhütchen. Ingrid, dein Kumpel ist da. Ich habe Besuch mitgebracht. Nächstes Mal wenn ich ihn angucken. Gehen uns die Kinder aus, ist das Experiment sofort. Hey, guck mal, wie er dich anguckt. Du sollst ihn füttern, Ingrid. Hab nichts da. Gib ihm doch mal ein Mürbchen, hier einen schönen Keks. Oh, verdammt. Ich hab die Augen klein, ne? Schau mich. Look in my eyes. Sieht schon putzig aus, wie er dir hinterher kommt. Ja, ne? Du bist runtergegangen. Hallo. Hallo. Jetzt ist er in den Tweetsie verliebt. What do you do? Jetzt habe ich euch endlich gefunden. Guck mal, das ist Cheetah Hasi eigentlich in Wirklichkeit. Eigentlich ist es nicht Dimitri, sondern Cheetah Hasi. Vor allem, jetzt haben wir eine große Klappe. Wenn die nicht freundlich gesinnt sind. Oh, die sehen ja. Die haben die aber auch kernig hingekriegt, ne? Mhm. Können wir die hinterher gucken auch? Habt ihr euch mal einen verbrannten näher? Ja, ich glaube ich dir. Was sagst du, Ingrid? Habt ihr euch mal einen verbrannten näher angeguckt? Ja. Da kannst du sogar in den Mund reingucken. Ja. Das ist sowas von gut gemacht worden, Wahnsinn. Ich bin auch immer wieder begeistert. Alpha Monster von Grafton, 3 Sterne. Wo? 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 Bei dir. Nur bei dir wahrscheinlich. Ja, hier. Ja, wo denn hier? Sag doch mal, welches Habitat. Ja. Da hinten knallt das irgendwo. Wir gehen mal dahin, wo es knallt. Guck mal, wie sie alle wegrennen hier. Oh, hier ist er. Bei mir!
bei dir oben. Ich hab... Yeah! Oh, das hat geklappt. Abgeschlossen. Danke, Assessorin. Das war perfekt. Ja, bin ich ja doch noch rechtzeitig gekommen. Ja. Das hat geklappt. Aber ich wusste nicht, wo ihr zuerst seid. Das macht ja auch nichts. Dafür war es auch wieder lustig. Gut, Leute, dann haben wir das geschafft. Dann kurz mal Aufstellung ja. Hier oben. Hier oben heißt tatsächlich hier, wo wir das Tier haben hier, dieses bei dir, Monster, ne? Von Graftone. Bei mir. Also letztendlich bei mir. Bei dem großen Poppenkopf. Alle mal da in die Reihe treten, bitte. Alle Angehörigen der Fallout Legends. Ich hänge mich jetzt hier wieder auf. Gut. Ja, ich bin schon wieder überladen. Juhu. Alles mal gut, alles zusammen gut. Dann möchte ich mich recht herzlich wieder verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Eure Fallout Legends und euer Quincy. Ciao. Tschüss. Tschüss.